Hi Freunde, was geht ab? Ich bin's Christos. Und heute wieder mit dem Erik. Hi. Hi. Ist schon lange her, wirklich. Wir haben uns aber gedacht, wir machen zum Jahresabschluss, zum Abschluss einfach. Machen wir nochmal ein Video, machen nochmal eine Challenge. Da gehen Grüße raus an Mois, für die Idee, du falsch, du Shot. Es werden so Schätzfragen gestellt und der, wo es einfach falsch beantwortet hat, der muss dann einen Shot nehmen. Wird witzig, also wir trinken russisches Kochwasser, trinken wir. Okay. War nicht witzig. Okay. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Video. Erste Frage. Wie viele Einwohner hat Stuttgart? Ich weiß nicht, ob es schon eine Millionenstadt ist. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht. Okay, ich habe schon geschrieben. Und dann, wer halt näher dran ist. Okay? Sollen wir es erstmal zeigen, oder? Ja. Okay? Jetzt sag. Eriks näher. Echt? Warum? Wie viel? 632. Ich wusste es! 1700. Oha! Was ist das? Ich komme aus Stuttgart eigentlich. Ah, krank! Ja, okay, dann. Der erste geht wohl auf mich. Wie? Gut, Prost. Gut, Prost. Das wird nichts. Freunde, macht es nicht nach. Wie viel Quadratmeter sind ein Hektar? Komm, du willst zu fragen, Mann. Ein Hektar. Okay, ich hab schon. Sorry, keine Ahnung, ich weiß es nicht. 10.000. Und wer? Ja, beide falsche Stechen. Ah! Wenn ich Stechen, nein, dann nicht. Ja. Dann nicht. Was wollte ich denn schon? Ching Chang Cheng. Nee, oder? Schere, Schere, Papier. Ching Chang Cheng. Okay. Digga, das ist nicht dein Ernst! Komm mal. Ey, ich kann nicht. Ich kann es nicht. Ich gewinne das 10-0. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Wird heute nichts mehr. Round 3. Wie viel wog der schwerste Mensch der Welt? Ah, man, das sieht gut, Alter. Müssen wir nur mich angucken. Ich hab schon was. Du auch? Ja, hab ich überlegt. Und es ist euch zusammengerechnet wahrscheinlich. Kommt hin. Okay. 544 Kilo. 500? Ich habe 605 Kilo, dann habe ich recht. Ich bin näher dran. Ah! Digga! Krank! Also, ne? Gut. Wurscht, ja? Gut. Oh, das geht aber runter, da geht der Kopf richtig nach hinten, ey. Schmeckt aber gut. Wie viele Zähne hat ein Eisbär? Okay. Okay. Ich hab schon was. Warum? Okay, 105. Ja, hätte ja sein können. What the fuck? Wie viele hat er? 42. Oh. Ey, Digga, das gibt's nicht. Ja, ich dachte, er hat ja so ein großes Maul, dann kann es schon sein, dass er mehr hat. 105 ist aber doch, das ist ein bisschen zu viel. Wie viel hat ein Mensch? 28? Ja. Ah, dann wäre es schon sinnvoll. 30, oder? Ja, ich glaube aber mit Weisheit 10, 20. Dann wäre es ja schlau gewesen, nachzudenken, dass er nicht so viele mehr haben kann. Ja, richtig. Ja. Naja, man wird... Kann ich nicht mehr denken. Man lernt auch seinen Fehlern. Das ist schon echt eklig, Alter. Ich kann nicht. Oh mein Gott, Alter, haben wir auch nur verliert? Was sollen wir dann machen? Vielleicht muss man abbrechen. Ich habe so Gänsehaut, das gibt's nicht. Abbrechen. Oh, krank. Oder ja, okay. Erbrechen. Weiter geht's. Wie viele Tage verbringt ein Deutscher durchschnittlich auf dem Klo? Bis man stirbt. Ach so. Nicht im Jahr. Ich dachte auch im Jahr. Das ist schon eine wichtige Info. Immer.
Tage. Tage. Ich würde mal so grob schätzen. Ja, okay. Ja, sag. 1050. Ja? Rechne das mal hoch, das ist schon mehr als 2 Jahre. Das sind schon mehr als 3 Jahre. Was? 1050 Tage. Ja? Das ist wie viel? Das sind 430. Wie viel? Hey, Digga! Hey, es kann schon sein! Ja, hey. Ja. Ich glaube, im Jahr sitzt man durchschnittlich so 2 Tage und dann rechnet es einfach hoch mal. Ich glaube, so ist das ohne Witz. Und dann rechnet es hoch mal 85. Ja, und ich hab hochgerechnet. Wie mal 35. Dass der 100 Tage auf dem Kurs ist im Jahr. Hey, Digga, ich kann nicht. Ich habe nur noch 2 Shots, Freunde. Ich kann da nicht mehr trinken, weil das andere schmeckt mir nicht. Adlin macht so Seilkleine aus. Mir kommt schon wieder hoch. Ihr macht das nicht daheim nach, Freunde. Aus wie vielen Kräutern ist Jägermeister geworden? Das ist übel die unfaire Frage, gell? Nein, weil das weiß auch ich. Ich weiß es nicht. Das kommt sogar in mir. Ich weiß es nicht. Okay. Können wir? Ja, Erik ist richtig. 56. Hey, Digga, ich hab. Ey, das ist so unfair. Was sind das für Fragen? Wir haben vorher geredet, ein bisschen. Ja, das glaube ich. Safe. Trink's bitte. Ich kann nicht danach mehr. Ich hätte ihn können. Und den anderen, der Arme. Hol dir mal Wasser, mach dir mal Wasserschutz, komm. Fünf Fragen falsch von 6. Wo gibt's sowas, Alter? Ich krieg Lust. Sprung mal. Mann, mach bitte misch mal. Ich misch schon von dem. Ich misch sonst von dem. Ach. Wie viel wiegt eine Banane? Durchschnittlich. Eine mittelgroße Banane, Digga, der ist ein Fach. Ich weiß, dass eine Kiste Bananen 17 Kilo wiegt. Ja, das weiß ich auch. Ich überlege gerade. Ja, ich kann keinen Kopf rechnen, der kriegt denn mich hier zugrunden Boden, Alter. Hey, du bist ja ein Taschenrechner. Ach, stimmt. Wie viele Bananen sind da drin? Das weiß ich einfach nicht. So 30 Bananen werden da drin sein. Schätze ich. Ich hab schon. Ey, schneller, komm, sonst muss ich. Ich hab schon was. Warte. Komm, hey. Okay. War schlecht, glaube ich, geschätzt. Ja, 114 Gramm. Wie viel hast du? Ich bin näher. Oder? Das ist alles 23 Gramm. Also nee, ich bin näher dran. Hol! Prost! Wie schmeckt's so, wenn man verliert? Kann ich dich auch fragen, oder? Man kehrt erstmal vor der eigenen Haustür. Richtig! In welchem Jahr startete in Deutschland Wer wird Millionär? 1983. Ja, das ist nicht schlecht. Ich hab's. Also, das ist eine 5, okay? Okay. Das ist eine 5 am Ende. Echt? 1999. Was sagst du? 85. Ich hab 1990. Yes! Ich war mir nicht sicher, ob es 1999 ist, bin mir ehrlich, gell? Also, ab geht's! Bei wie vielen Stunden liegt der Weltrekord im Wachbleiben? Boah. Das kann man schon lang. Stunden. Tage, Stunden. Okay, dann ist ich hab was. Auf Tage schreiben, dann rechnen wir es halt aus. Nee, nee, dann ist schon falsch. Hey, Digga, das gibt's nicht! Ey, ich hab jetzt gemischt, weil ich kann nicht. Ich halte es bin nicht halt raus. Gewinnertyp. Oh. Wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? Das ist eine Standardfrage. Weißt? Ja. Nee, ich weiß nicht, safe. Okay? 12. Wie viel hast du? Hey, das ist nicht dein Ernst, es werden nur geraten einfach.
was, Alter? Ey, das gibt's nicht. Ey. Prosit. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Digga, der hat gewonnen. Hätte es nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, weil... Ja. Hast du das jemals in Frage gestellt? Ja, hab ich. Kann ich. Gut, Freunde, so ist es halt manchmal. Also mir geht es jetzt nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Aber wir machen jetzt das Beste draus. Wir feiern jetzt noch schön ins neue Jahr rein. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Infobox ab. Und folgt dem Boy hier auf Insta. Natürlich meiner Freundin hinter der Kamera auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. 2020 gehen wir wieder ein bisschen ab, oder? Safe. Kommt ein paar mehr Videos. Das ist eklig. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.